und herzlich willkommen heute zu einem neuen YouTube-Video von mir. Und zwar geht es heute um den anorganischen Schwefel. Was ist der anorganische Schwefel? Wofür wird er eingesetzt? Und was sind meine Erfahrungen damit? Ich werde alles jetzt in diesem Video erzählen. Ja, wofür ist die anorganische Schwefelkur überhaupt gedacht? Die anorganische Schwefelkur wird gerade eingesetzt zur Darmsanierung, aber auch zur Parasitenentfernung. Gerade bei Borreliose-Patienten ist sie unheimlich beliebt. Aber auch wenn man Akne hat, generell Haut- und Haarenprobleme hat, Neurodermitis hat, wird die gerne eingesetzt, weil hauptsächlich ist diese anorganische Schwefelkur zur Entgiftung gedacht. Wenn du auch noch mehr wissen willst, als in diesem Video, als in meinem Erfahrungsbericht, guck einfach beim Arzt Dr. Probst. Ich verlinke unten in der Beschreibung einmal eine PDF-Datei, die von Dr. Probst ist, was er so empfiehlt bei der Schwefelkur, was man zu beachten hat, wofür sie eingesetzt wird. Weil ich bin weder Arzt noch Heilpraktiker oder in irgendeiner anderen medizinischen Richtung ausgebildet. Das, was ich jetzt hier sage, ist einfach nur rein ein Erfahrungsbericht. Deswegen, wenn du einfach mehr wissen willst, einfach beim Dr. Probst einmal nachgucken oder im Internet einen Dr. Probst eingeben, da findest du eigentlich alles über diese Schwefelkur. Ja, und jetzt kommen wir einmal zu meinem Erfahrungsbericht, wie die anorganische Schwefelkur für mich war. Ich habe die anorganische Schwefelkur 9 Tage lang gemacht, werde sie ab heute beenden, weil ich nicht weitermachen kann. Wieso, weshalb, warum, erwähne ich noch. Auf jeden Fall fangen wir an. Ich hatte begonnen vor 9 Tagen und hatte direkt die volle Portion, 3-mal täglich, 1 Teelöffel anorganischen Schwefel genommen. Dazu hatte ich mich mit Rohkost ernährt und bin aber dann seit gestern aufs Fasten rübergegangen, weil ich es einfach nicht so richtig vertrage. Der erste Tag war vollkommen okay, kein Problem gewesen. Und ab dem 2. Tag habe ich auf einmal gemerkt, dass ich richtig viel Luft im Bauch hatte, die nicht rauskam. Also diese anorganische Schwefelkur, die hat es wirklich in sich und man muss seinen Körper kennen und man muss auch wissen, was man machen kann, wenn es zu Verstopfung führt und wie man dann die Luft rausbekommt. Weil das Problem ist, du kannst bei dieser anorganischen Schwefelkur, kann es zu Verstopfung führen und die Gase, die sich da bilden, die müssen raus. Deswegen wirklich auf seinen Körper hören, gucken, was man machen kann. Das hier ist jetzt einfach nur ein Erfahrungsbericht. Am 2. Tag war es noch so teilweise okay. Am 2. Tag merkte ich aber abends schon, dass sich mein Bauch so ein bisschen aufblähte. Und am 3. Tag hatte ich einen, so gesagt, einen Ballonbauch, wo sich die ganzen Gase gebildet haben. Ich wirklich auch Verstopfung bekommen hatte. Und ich wollte die ganze Zeit auf die Toilette. Ich bin bestimmt 10 Mal auf die Toilette gerannt. Aber es kam einfach nichts raus und nicht mal ein Pups. Und da habe ich dann halt auch direkt Laubersalz geholt, das halt abführend wirkt, und habe noch Magnesium genommen, was alles noch so ein bisschen entspannt. Und ja, es kam so ein bisschen drückend mit Pups raus, aber ich hatte dann wirklich teilweise 2 Tage lang nicht richtig Stuhlgang gehabt. Ab dem 4., 5. Tag ging es dann super gut. Man ist oft auf Toilette gegangen und jetzt muss ich es halt wirklich sagen, wenn du diese Kur machen möchtest, hol dir frei. Mach es am besten, wenn du Urlaub hast, oder nimm dir Urlaub für so eine Entgiftungskur, denn es stinkt bestialisch. Es stinkt absolut nach faulen Eiern, Schwefel, und kann man keinem zumuten. Also wenn du im Büro sitzt und lässt dann deinen fahren, dann werden wahrscheinlich alle den Raum verlassen. Das ist einfach so ein Hinweis, denn das wusste ich nicht, dass es wirklich so stinkt. Aber ich hatte in den 4, 5 Tagen wirklich höllische Bauchschmerzen, Übelkeit, mir ging es schlecht, ich war ständig müde, erschöpft. Ja, aber das sind halt die Nebenwirkungen bei der Entgiftungskur. Es ist aber alles, was raus möchte. Diese ganzen Gase möchten raus. Manche Leute müssen sich wirklich auch übergeben bei dieser Kur. Das hatte ich zum Glück nicht, aber mir war halt schlecht. Es war halt auch wichtig, dass die ganzen Parasitengase rauskommen. Und dann ab dem 6., 7. Tag wurde es wirklich einfach alles besser. Aber dann, als ich was gegessen habe, habe ich halt immer wieder auch so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weshalb ich dann auf Fasten umgestiegen bin. Und dann ab dem 7., 8. Tag fing ich wirklich an zu stinken. Ich bin jeden Tag duschen gegangen und ich habe nur gedacht, egal wo ich bin, alles riecht nach diesem Schwefel. Und dann hatte ich an meiner Haut gerochen, an meinen Haaren. Es war überall dieser Schwefelgeruch. Auch jetzt riechen meine Haare nach Schwefel. Und die Entgiftung, die ist so extrem, dass es halt wirklich aus allen Poren auch rauskommt. Deswegen kann ich es nur noch mal betonen,
Urlaub zu nehmen, beziehungsweise es wirklich zu machen, wenn man Urlaub hat. Weil der ganze Rausch, den da schwefelt, und selbst wenn du nicht pupst, es kommt aus den Poren raus. Aber das Wichtigste ist auch wirklich, dass wenn du pupsen musst, dass du es auch wirklich rauslässt, weil die Gase nicht in deinem Körper drin bleiben sollen, sondern die müssen ja raus, weil wir ja entgiften. Und deswegen dir am besten Zeit lassen in deinem Urlaub. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also man kann Bauchschmerzen bekommen, man kann Kopfschmerzen bekommen. Es hat viele Nebenwirkungen. Es kann auch sein, dass wenn du sehr unter Akne leidest, es am Anfang schlimmer wird. Bei mir war es mit der Haut, die Schwefelkur, meiner Haut richtig schlimm geworden war. Ist aber jetzt auch schon wieder besser. Und ich würde die Schwefelkur auch jetzt gerne weitermachen jetzt. Aber da ich so extrem nach Schwefel rieche, kann ich das am Wochenende keinem zumuten. Und am Wochenende bin ich auf einem Geburtstag. Und da möchte ich nicht wie so ein Schwefelpaket da ankommen. Deswegen breche ich die ab. Ich habe nämlich nicht gewusst, dass es so extrem riecht. Deswegen will ich euch in diesem Video warnen, wenn ihr so eine anorganische Schwefelkur machen wollt, dass ihr wirklich alleine seid. Dann wirklich in euren Räumen, wo ihr auch wirklich einfach frei pupsen könnt und vor euch hinstinken könnt. Ja, aber ich werde die Schwefelkur auf jeden Fall nochmal wiederholen und ich habe mir gedacht, einmal im Jahr werde ich das auf jeden Fall mal machen, um wirklich einfach komplett zu entgiften. Auch wenn es nicht angenehm ist und auch nicht so schön ist. Aber der Darm ist das Zentrum unserer Gesundheit und den sollten wir wirklich pflegen, pflegen, pflegen. Ja, aber das war's zu meinem Video. Ich werde euch den anorganischen Schwefel einfach mal unten verlinken, falls ihr auch Interesse habt an so einer Kur. Aber guckt auch ruhig einfach mal die PDF-Datei von Dr. Probst nach. Es schadet nicht, da könnt ihr auch genau nachlesen, wofür es eingesetzt wird und was man da am besten macht. Aber jetzt noch zwei Tipps. Fangt mit einer kleinen Dosis an. Fangt erstmal mit einem Teelöffel oder einem halben Teelöffel am Tag an und nicht direkt mit drei Teelöffeln pro Tag. Das ist nämlich schon sehr extrem und der Körper muss direkt reagieren. Und ich hatte halt auch direkt Verstopfung und es ist halt schon sehr, sehr unangenehm. Deswegen wirklich am besten langsam immer steigern. Das war halt mein Fehler, was ich nicht gemacht hatte. Ich habe direkt volle Portion genommen. Und Tipp Nummer 2 ist, tut den Schwefel, den Löffel, nicht in Wasser auflösen. Ich habe das mit einem Milch schon mal versucht. Ich habe alles mögliche versucht, um dieses Pulver aufzulösen. Bringt nichts. Du kriegst es nicht aufgelöst. Den Teelöffel am besten einfach direkt in den Mund und runterschlucken. Aber mehr dazu könnt ihr bei Dr. Probst lesen. Das war's. Folgt mir auf jeden Fall auch bei Instagram und abonniert einmal meinen Channel plus drückt das Glöckchen. Dann werdet ihr jedes Mal von mir, wenn ich neue Videos hochlade. Das war's. Bis dann.